Und weiter. Bäm. Auch dieser Timer ist göttlich. Hammer. Eine 1 für Blizzard. Mit Sternchen. Wo kommt denn der Schleim her? Und er merkt es nicht. Das ist natürlich wieder mal ideal. Ja, gut. Ich meine, so einen Schleim kann man schon mal übersehen. Der ist ja nicht besonders attraktiv. Da würde ich auch nicht hingucken. Zum Glück kann dieses Rhinoceros-Vieh nichts. Ich glaube, hier nennt man es zwar eher Kodo, aber... Naja. Ja, hallo. Nach einer Stunde kann man schon mal Hallo sagen. Ja, ich liebe diesen Tank. Er hat zumindest Sympathiepunkte eingeheimst. Das ist wie mit kleinen alten Menschen, die einfach nur durch ihre Niedlichkeit dich überzeugen. Auch wenn sie alles falsch machen, sie sind einfach knuffig. Knuffiger Tank. Oh, mein Gott. Ich habe Angst und das ist berechtigt. So, inzwischen hat unser Tank wenigstens gerafft, dass wir Mana regen müssen. Das finde ich super. Er lernt dazu und das schnell. Das ist definitiv ein Pluspunkt. Das Vieh geht mir auf den Sack. Okay, er guckt den Mob an. Mob. Was auch immer. Manche Versprecher sind echt ziemlich, also die kann man eigentlich gar nicht. Das ist. Oh Mann. Schnapp dir das Schaf, komm schon. Ach. Er rennt dran vorbei! Er rennt dran vorbei und pullt die nächsten. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie kann man denn nur so. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Das Schaf steht 2 cm vor ihm. Er rennt dran vorbei und pullt die nächsten Mobs. Er tut es schon wieder. Bei sowas, das strapaziert echt auf Dauer meine Nerven. Wenn 4 Leute die Noobigkeit von einem kompensieren müssen, ist das echt bitter. Aber wenn du 2 Leute hast, die dauernd die Schafe aufkloppen, dann ist es echt total. Dann ist es aus. Dann willst du einfach nach 10 Minuten nicht mehr und bist total am Boden zerstört. Ach komm. Du mich schlafen legen kannst hier. Heilen tut er sich auch noch, ja sicher. Das Schlimme ist, wir sind noch nicht mal... Sind wir zur Hälfte durch? Kann man das sagen? Kann man bestimmt, aber ob es zutrifft... wo ist denn... Da ist es. Wir sind gerade hier, das heißt, wir müssen noch diesen ganzen schönen Weg bis hier und dann sind... Oder? Ja, da hoch. Ja, gut. Wow. Hammer. Wir haben nach der Dreiviertel der Instanz das erste Mal einen Gesundheitsstein von unserem Hexer erhalten. Das finde ich super, den legen wir auch gleich mal auf T. Weil wir den vielleicht noch brauchen werden, so wie ich den Tank hier mittlerweile einschätzen kann. Ja. Ja, pull er noch mehr. Ja, sicher. Immer rein da. Was ist denn los mit dem? Was ist denn da los, ey? Okay, ich brauche erstmal Mana. Oh Gott, und ich habe Agro und dann ist das natürlich ganz bitter. Und er haut das Sheep raus und das ist auch bitter.
Gott, schon wieder raus. Gleich bringe ich den Tank eigenhändig ins Grab. Ach komm, AE. So, jetzt ist der down. Jetzt machen wir noch den down. Herr Gott im Himmel, ich will einfach nicht mehr. Es ist einfach so, es tut einfach nur weh. Nach diesen Aufnahmen werde ich erstmal 2 Wochen in Reha gehen. Ihr werdet dann wahrscheinlich keine Videos mehr sehen von mir. Ich werde auf einer einsamen Insel verschwinden und nie wieder auftauchen. Nein, natürlich nicht. Ich werde einfach 10-mal schreien und 20 Minuten gegen die Wand hauen. Ne, umgekehrt, 20-mal gegen die Wand hauen und 10-mal... Ach komm. Herrgott, ich bin schon geistig so verwirrt durch diesen Mann. Oder Frau. Oder... keine Ahnung. Affen, Schimpansen. Kann ich nicht einschätzen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Irgendjemand hat einen Affen an die Tastatur gesetzt und will mich hier ärgern. War bestimmt einer von euch. Ich sehe das. Extra Charakter auf dem Server erstellt, nur um mich in dieser Instanz, die ich eh nicht leiden kann, zu ärgern. Ist einer runtergefallen? Es war ja klar, dass einer runterfällt. Ja, es war klar, dass einer runterfällt. Oh mein Gott, ihr seid... Oh Mann, Leute. Das ist... Herrgott. Herrgott im Himmel, steh mir bei. Der Tank will doch jetzt nicht echt losrennen. Hast du gerafft, dass der Heiler runtergefallen ist? Er hat es nicht gerafft. Ich mache jetzt keinen Damage damit, der möglichst lange beschäftigt ist mit Mobs kloppen hier. Aber so wie ich ihn kenne, wird er gleich gehirnlos in die nächste Mobgruppe rennen. Komm schon, du schaffst das! Anfeuern! Komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das zu fassen? Ist denn das zu fassen? Der ist schon wieder runter. Das ist doch nicht zu fassen. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich muss gerade mal 2 Minuten weinen. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Okay, es geht wieder. Ihr seht das aber schon, ne? Also... Jetzt hat er auch noch geedit. Ich glaube es doch nicht. Ich glaube es doch ernsthaft nicht mehr. Ich gehe mal helfen. Komm her. Das lädt immer noch auf. Ja, kein Problem, renn weg. Ich mach den alleine kaputt. Wieso solltest du mir auch helfen? Du hast ihn ja nur gepult. Ist doch nicht zu fassen, oder? Ist dieser Mensch zu fassen? Ich habe hier gerade mein Mana-Schild angelegt, falls ihr euch fragt, warum ich kein Damage kriege. Und mach den Mob gerade mal down für unseren Priester, der gar nichts schafft. Och, 9 HP. Stirb doch bitte einfach. Danke. Herr Gott im Himmel. Und er ist schon wieder runtergefallen. Das ist doch jetzt nicht so komplex, oder? Und der Tank hat schon weiter gepult.
Oh mein Gott. Ich kann und will und ich... Oh. Jetzt, wenn du jetzt addest, dann sind wir tot. Ich hab's dir gesagt. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Okay, wir haben die Hervorrufung bereit. Das ist schon mal etwas Positives. Ich versuche jetzt die Gruppe zu retten. Wir wollen das Schaf nicht aufhauen, deswegen renne ich ein bisschen rum, um das Frostnova, die Frostnova, den, der, die, das, den, de, was auch immer. Ja, schreib doch nicht, na toll, du hast doch gepullt, du Vollpfosten. Guck doch mal auf deine scheiß Minimap, bevor du pullst. Oh. Idioten, die sich über andere Idioten aufregen, sind echt die Höhe der Dreistigkeit. Also, wenn sich der Krieger über jemand aufregt, dann ist das so lächerlich, wie... Ich kann keinen passenden Vergleich dazu finden. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Krieger regt sich darüber auf, dass der Priester zweimal beim Springen, oder dreimal, fehlgeschlagen hat. Gut, ich meine, es gibt auch... Nee, mir fällt dazu kein Vergleich ein. Mir fällt einfach kein passender Vergleich ein. Und das soll schon was heißen. Du bist lächerlich. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Ja, wir haben ja Zeit. Circa noch... Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt schon 3 Aufnahmen mit 15 Minuten. Das war nicht zu erhoffen, aber zu erwarten. Ihr könnt vielleicht jetzt nachvollziehen, warum ich diese Instanz eigentlich absolut... Boah, es ist einfach... Nee. Ich werde diese Instanz nie wieder machen in meinem ganzen Leben. Einmal fürs Video und dann war's das. Nie wieder. Niemals wieder. Wenn ich irgendwann wieder auf die Idee kommen sollte, diese Instanz angehen zu wollen, haue mir bitte jemand kräftig mit einem Hammer auf den Kopf. Wo seid ihr denn? Ja, bau erstmal in Ruhe. Wir haben ja nicht gepult. Bau erstmal in Ruhe Erz ab. Lass dich nicht stören, also... Wir schaffen das hier schon ganz alleine alles. Ha, Fail! Ja, das ist Taktik. Er kann mich nicht anspucken, wenn ich um die Ecke renne. Ich dachte, wir sind schon fast durch, aber da habe ich mich geirrt. Wir sind jetzt gerade hier. Oh, ich habe keine Übersicht mehr in der Instanz. Ist mir aber auch irgendwie gerade egal. Ich will einfach nur mein Gehirn abschalten und hier waren wir schon mal. Da bin ich mir ziemlich sicher.